Ah, wo ist der Junge denn schon wieder? Wir waren doch zum Kicken verabredet, Mann. Immer unpünktlich. Guck mal, was ich besorgt habe hier. Einfach ein Auto. Ein Auto. Ein Auto kommt ja auf den Fußballplatz. Digga, ich dachte mir, man kann doch mal eine Fußball-Challenge mit einem Auto machen, oder nicht? Du meinst Mensch vs. Maschine? Genau das meine ich, ja. Ja komm, dann steigen wir aus. Ja, komm, komm. Ey, hast du noch einen Führerschein? Der ist guter Verteidiger hier. Ja, Freunde, wir treten heute gegen ein Auto an, einfach weil es keine Gegner mehr in der Kreisliga für uns gibt. Ja? Haben wir hier den VW ID.4 am Start, der vollelektronische SUV von VW. Alle Details zum Auto findet ihr im ersten Link in der Beschreibung. Ja? Zieht euch das gerne rein und denkt euch auch noch direkt an dieser Stelle einen schönen Namen für das Gefährt aus. Ja? Ich weiß nicht, wie er aussieht, was würdest du sagen? Peter. Peter, ja, finde ich gut. Ist ein Peter. Kommen wir zur ersten Challenge, Leute. 11 Meter mit dem großen Auto. Dafür brauchen wir natürlich auch einen großen Ball. Jeder von uns fährt das Auto und geht dann auch ins Tor. Ohne Auto. So, der erste Schuss mit dem Auto. Ich bin sehr gespannt. Dafür erstmal richtig Anlauf nehmen, Leute. Damit das auch ein bisschen fairer ist fürs Auto, werde ich als Torwart den Ball entgegenrollen und dann schießt das Auto mit seinen Schnauze. Das war dieser erste Versuch. Na, schauen wir mal. Ne? Ich habe schon ein bisschen Angst. Ich hoffe, der findet rechtzeitig die Bremse, ne? Weil sonst... Erster links daneben. Kennt man ja, ne? Wie im echten Leben. Wollte einen dreckigen links unten direkt am Anfang auspacken. Ne? Hab ich gesehen. Der zweite Versuch für Holzi. Komm. Oh mein Gott! Einfach drüber geschossen. Ne? Der schafft es auch, den drüber zu fischen. Ich schaff's selbst mit dem Tor noch drüber zu schießen. Mit dem Tor, ne? Mit dem Auto, Digga. Zehner, wenn der den mit dem Auto über den Zaun kriegt. Oh, Junge! Oh mein Gott, ich hab... Wie heißt denn das ganze Ding hier? Oh, was ein Schock, Digga, ey! Bist du ready? Ja, ich glaube, ich bin wirklich nicht ready dafür. Okay, komm. Oh mein Gott, los! Ich weiß nicht, der war, glaube ich, nicht mit vollem Umfang. Der war nicht drin, ne? Junge, man hat so Schiss, dass einfach das Auto weiterfährt so und dich komplett wegsammelt. Junge, da kommt einfach so, ich weiß nicht, wie viel der Wagen wiegt. Du kannst in den Details erst der Link in der Beschreibung abchecken, aber... Ich umbring. Oh mein Gott, ey, das ist einfach zu groß. Oh, Junge! Egal, Hauptsache den Smiley zerstören, ganz ehrlich. Komm gut. Besser als seine normalen Elbe auf jeden. Hey, Junge! Ich wollte mit der Hupe noch ein bisschen anzeigen. Ey, mein Gott, ey, ich kann nicht mehr. Jetzt kommt so ein R. Carlos von ihm, Alter. Ja, komm. Was macht der? Ja! Man hat Schiss, dass das Auto durchfährt. Ist mir so scheißegal, ob ich den Ball halte. Einfach nicht sterben. Super Ding, muss man sagen. Auto gegen Holzi, wer ist härter? Metall oder Holz? Metall oder Holz! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, Schiss gehabt, dass ich hier von Schädel bekommen. Digga, Winkel! Einfach Winkel, gefetzt. Krankes Tor, Alter. Nicht schlecht, ey. Holz! Metall oder Holz? Oh mein Gott! Ab jetzt neue Teammate. Wird eingewechselt für die Elva. Nur noch mit Auto schießen. Jetzt haben wir schon zwei Maschinen, ne? Und Ballmaschine und Auto. Und Automaschine. Ja, zwei Leute können raus aus der Mannschaft, würde ich sagen. Und ne? Ist voll elektronisch. Ihr wisst Bescheid, Leute, morgen ist schon das Spiel gegen Frankreich. Inshallah gewinnen wir da. Und bei 20.000 Likes fahren wir für euch ins Stadion. Ja? Genau, drehen da einen nice Stadion-Vlog, wenn ihr Bock habt. Deswegen lasst die Likes auf jeden Fall da. Und ich glaube, vielleicht macht der Holz hier noch den Flitzer. In der zweiten Challenge treten Holz und ich zusammen gegen diese unglaubliche elektrische Maschine an. Wow! Denn wir chippen jetzt in den Kofferraum. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Wir fangen an mit Auto steht still und wir chippen rein. Erster, einfach nur chippen. Hey. Der Holzfuß ist bekannt für sehr viel Gefühl. Wisst ihr ja, Leute, ne? Deswegen jetzt schön rein da. Rein da hinten. Damit kenne ich mich aus.
Ey, Leute, der muss liegen bleiben. So bringt das nichts, ne? Das ist erst ein Ding, wenn das Ding drin ist. Genau. Und wir machen es so lange, bis es der Erste schafft. Leute, ich kann natürlich nachziehen. Okay. Sobald es einer geschafft hat, gehen wir zur Stufe 2. Ja, komm, dann schießt jetzt schön daneben. Okay, weil es so einfach ist, einfach mal Rabona. Huch! Das Rücklicht! Wenn ich jetzt treffe, gewinne ich auch das Außen. Packen wir mal den Mo-Chip aus. Da spuckt ihn wieder raus, wenn er da reinkommt. Oh. Nein! Ja. Auto hat Auge gemacht. Es gibt nur ein Lars Holzi. Nein! Wir wollen doch Goal-Line Technology, sagt der war nicht. VW, wenn ihr das seht, schenkt mir so einen Wagen. Ja! Alter, ey, ich hab so Augen gemacht, ey, dass das Ding da rausgekommen ist. Ich hätte schnell den Kofferraum zumachen sollen. Niemals. Niemals. Nope. Junge, hör doch auf. Der ist für meinen König, Hasbullah. 6 Gemüsepackungen. Ich habe noch mal. Nein, Hasbullah, es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe, Hasbullah. Ja, Team Abdul, der geborene Sänger. Für Abdul! Und beide dann direkt im Kofferraum. Los geht's! Ich hab extra zugemacht, Leute. So, jetzt haben wir eine Runde. Du musst schon mal da drin bleiben. Ah, es geht wieder. Ey, geh zurück. Holzi hat die erste Disziplin gemeistert. Jetzt probieren wir das Ganze, während der Kofferraum zugeht. Jubel! Ich bin Lars Holzi, ich liebe Sandwich, aber ohne Brot. Dieser Kofferraum geht immer weiter zu und man muss reintreffen. Oh, ey, ich hab zu lange gewartet. Das war diese Millisekunde, die ich gezögert habe. Junge, ich schieß ganz am letzten Punkt und der geht immer noch rein. Für Abdul. Ich hab was. Aber der Kofferraum geht echt schnell zu. Habt ihr super gemacht, VW. Go. Und jetzt. Perfekt. Perfekt. Ja, das geht noch. Das geht nicht. Go. Let's go! Ey, mach das nach, Leute! Mach das nach! Hasbullah! Ich bin Gedanken bei dir. Ja, der war wirklich krass. Lass dafür ein Like da, Leute. Kommen wir jetzt zur letzten und wirklich schwierigsten Challenge, die wir bisher jemals gemacht haben. Wir versuchen jetzt durch das Autofenster zu schießen, aber nicht nur durch eins, sondern durch beide und dabei auch noch ein Tor zu schießen. Kommt mal mit! Der Ball geht hier na, vielleicht nicht mal zweimal durch, also ist richtig eng. Und selbst wenn ich versuchen würde, da durchzuwerfen, würde ich es wahrscheinlich jetzt nicht beim ersten Versuch schaffen. Und wir schießen, Leute. Ja. Wer jetzt gewinnt, kriegt das Auto. Das Geheimnis ist hier wirklich mit viel Speed zu schießen. Ich hoffe, das Auto geht nicht kaputt, ja, aber deswegen spielen wir mit dem Softball. Ja, ich dachte, die Fenster wären auch auf. So. Also. Ich glaube, man muss wieder Rabona schießen. Ja, Tor übers Auto. Hello there. Wir haben es ja nicht mal geschafft, durch ein Fenster zu schießen. Wir müssen durch zwei, ey. Komm, Auto, komm du! Nope. Ey, super Tor von mir. Oh. Hast du den drauf? Weil der geht. Ah, jetzt noch wieder Ansage. Ja, moin. Ah, falsche Fenster. Nope. Oh, er ist in einem zweiten Fenster gescheitert. Jetzt schauen wir mal. Mach mal ein bisschen Lärm hier, Leute. Hey, CM. CM, hey, Autokonto. Oh mein Gott. Abschied. Ja. Holzi macht natürlich wieder das Unmögliche möglich für euch da draußen. Lasst bitte ein Like da und aktiviert meine Glatze. Das waren unsere Auto vs. Mensch Fußball Challenges, Leute. Schreibt gerne mal euren Tipp für das Deutschland-Frankreich-Spiel in die Kommentare. Was denkt ihr, wie geht's aus? Also ich glaube da auf jeden Fall an ein 3-1. N'Golo Kanté wird uns, glaube ich, richtig rasieren. Aber inshallah gewinnt Deutschland. Ich glaube, Timo Werner, der wird uns retten, Leute. Und Grüße an meine Jungs von Feel FIFA, Grüße. Stefan und Erné. Ihr könnt auch mal gerne diese Auto-Challenges hier nachmachen. Mal sehen, ob ihr besser abschneidet als wir. Das geht doch gar nicht. Viel Erfolg, Jungs. Ich drücke euch die Daumen. Nicht.